Menschen, die mit diesen Objekten umgehen und sie nutzen, die müssen diese Objekte mögen. Und wenn sie sie mögen, dann behandeln sie sie gut, dann wendet sich alles ins Positive. Diese kalte Materie wird plötzlich etwas, was man gerne mag, was man schätzt. Seine Entwürfe sind bestechend einfach, oft überraschend, immer raffiniert. Konstantin Gricic gehört zu den führenden Designern der Gegenwart. Die Einordnung von Konstantin Gricic in der Designlandschaft ist sicher international zu sehen, das ist ganz klar. Und da spielt er ganz bestimmt in der absolut obersten Liga mit. Gricic hat den Blickwinkel auf das Möbeldesign verändert. Zu seinen bekanntesten Objekten gehört der Beistelltisch Diana. 6 verschiedene Größen, unterschiedliche Formen und Farben, aber nur eine Designsprache. Karg, klar und doch sinnlich. Das sind Beistelltische aus Stahlblech. Darum ging es mir, aus diesem Material von Blech. In einer bestimmten Stärke, das sind 4 mm Stahlblech, ein Möbel zu falten, was einfach aus dem Material genügend Stabilität hat. Er ist also nur gefaltet, manchmal so, dass wir durch bestimmte gefaltete Elemente eine Verstärkung einbauen. Aber genau diese Details haben mich interessiert in der Abwicklung von einem flachen Schnittmuster in eine sehr dreidimensionale Form zu kommen und Konstruktion. Und was mir gefällt an den Möbeln ist, dass sie manchmal fast sich in ihrer Form auflösen, überhaupt kein Volumen da ist und manchmal tatsächlich die Flächen sehr stark lesbar sind. Beim Diana Table ist dieses Gestaltungsprinzip von Konstantin Gricic, dieser konzeptionelle Ansatz, ganz klar zu sehen, wieder, wie er mit Material und Form umgeht und wie das bei ihm wirklich untrennbar Hand in Hand geht. Das heißt, er geht da von einer Metallplatte aus, ein Metallblech, was er knickt und wo er schaut, wo komme ich mit den Knickungen hin. Durch das Knicken dieser eigentlich flachen Platte, zweidimensionalen Platte, erreiche ich eine Dreidimensionalität und Körperhaftigkeit und zugleich habe ich die äußerste Minimierung des Materialaufwandes, die äußerste Minimierung technischen Aufwandes sozusagen. Dass dahinter viele raffinierte Prozesse stehen, ist auch klar, aber das Stück kommt so daher, dass es mit absoluter Selbstverständlichkeit dasteht. Also hier sind 2 Größen zu sehen, das ist die Größe A und das ist die Größe B, die sich irgendwie ähnlich sind in der Konstruktion und auch in gewisser Weise etwas anders geartet sind. Hier ist dieser Überhang stärker, der Tisch ist kleiner, hier ist die Stabilität weniger Problem. Hier wird es schon fast kritisch, aber ich finde, manchmal werden Möbel auch überkonstruiert. Besonders bei alten Möbeln ist es schön zu sehen, dass die Möbel so etwas Weiches haben, dass ein Stuhl in sich auch noch so eine Flexibilität hat und so eine Bewegung hat oder ein alter Sekretär irgendwie. Man ist auch vorsichtig, dann die Platte, die man vielleicht ausklappt, da würde man sich nicht draufsetzen. Konstantin Gricic versteht sich als Industriedesigner. Seine Objekte werden in großer Stückzahl hergestellt, müssen alltagstauglich sein. Ich
glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Industriedesign, dass wir immer in diesem ganz engen Kontext arbeiten. Der ist ja heutzutage schon längst nicht mehr so eng, wie das mal war, wenn man bedenkt, in den 60er Jahren bedeutete Industrie Standardisierung und im Grunde auch im Sinne von Qualität immer den Kompromiss, also es wird industriell hergestellt, deswegen ist es nicht ganz so gut wie etwas, was man noch vom Handwerker bekommen hat. Heutzutage hat sich das komplett gewendet. Die Industrie kann eigentlich Dinge herstellen, flexibler, bessere Qualität, natürlich auch schneller und in der Serie immer gleichbleibend. Also das ist eine Faszination und etwas extrem Positives, was ich mag. Gličičs Entwürfe sind preisgekrönt. Sessel, Sofas, Lampen, Stühle, kein Stück gleicht dem anderen. Die Objekte besitzen Wiedererkennungswert, sprechen eine unverwechselbare Sprache. Immer wieder modelliert der Designer aus Bekanntem Neues. Das hier ist meine absolute Lieblingslampe, die Mayday-Leuchte von Konstantin Gličič. Ist leicht, witzig, praktisch, funktional, aber er hat irgendwie so gibt einem noch einen Kick, so unvermutet. Es gibt dieses Kleiderbügelelement, wie ich das mal nennen wollte. Dann gibt es diese Aufwicklung hier. Man muss ja an diese Baustellenlampen denken. Das heißt, das ist hat auch so eine Beiläufigkeit, mit der dieses Ding agiert. Dann denkt man vielleicht auch an ein Megafon oder so. Das heißt, es hat das Licht strahlt aus und genauso ist dieser Konus gemacht, ne? Die Bewegung vom Licht nachvollziehen. Und da drin ist dann die Glühbirne. Und das kann man dann anschließen, kann es überall hintragen, wo man möchte. Dann ist das hier das Kabel, kann man abwickeln. Und dann macht man es an. Und dann hat man das Licht. Und dann kann ich es oben hinhängen, ich kann es unten hinstellen. Hier gibt es so ein kleines dreieckiges, ausgespartes Loch, weiß nicht, kann man das sagen. Und damit kann ich es an den Nagel oder an den Haken hängen. Das heißt, ich habe dann die Leuchte, die nach oben strahlt und mir an die Decke strahlt und dort hell macht. Oder eben andersrum, so, und dann habe ich eine Hängeleuchte. Oder ich stelle es auf den Boden und habe dann eine indirekte Beleuchtung, wie ich das zum Beispiel zu Hause am Balkon habe. Also Mayday ist eindeutig eine Lampe, entzieht sich aber der Festlegung davon, was für eine Lampe das ist. Ob das eine Deckenlampe ist, eine Stehlampe, eine Schreibtischlampe, eine Nachttischlampe. Es gibt so viele Typologien, die in sich sehr klar definiert sind und besetzt sind. Und ich hatte damals den Drang, diese Typologien denen irgendwie auszuweichen und etwas zu machen, was sich an ganz anderen Dingen orientiert, nämlich zum Beispiel Werkzeuge, Dinge, die man mit sich herumträgt, viel mobileres Gerät. Und so ist die Mayday-Lampe entstanden mit einer gewissen Referenz zu, die Automechaniker haben so Leuchten, die sie unter das Auto hängen zum Arbeiten. Also das ist der obere Teil, dieses eher Werkzeugähnliche. Aber natürlich gibt es diesen Reflektor, und der ist sehr wohl auch lesbar als etwas, was Licht gibt. So der Reflektor, aber auch Schutz für die Glühbirne. Und fast so wie im Comic gezeichnet, dieser Lichtkegel, der nach vorne rauskommt. Mayday war Gličičs erstes kommerziell erfolgreiches Produkt. Seit über 10 Jahren erobert es seinen Markt. Eine Allzwecklampe für den guten Geschmack. Das Persönliche an der Lampe ist, dass ich selbst immer zu faul bin, Lampen aufzuhängen. Bei mir in der Wohnung sind immer die Kabel nur an eine Fassung, in einer Fassung verbunden und einer Glühbirne. Und im Grunde dieses sich so fest einrichten, Dinge so an ihrem Platz haben, das ist etwas, was mir überhaupt nicht
behagt und ich mag Dinge, die mobil sind. Möbel haben das, also in dem Begriff Möbel steckt das ja auch, das Mobile, die Beweglichkeit und damit auch eben diese die Definition, die nicht besonders, die nicht an einen Platz gebunden ist, nicht statisch ist. Sein Münchner Büro begreift Konstantin Gritschitsch als Ideenpool, als kreatives Umfeld, in dem wenige Mitarbeiter an der Weiterentwicklung seiner Designideen arbeiten. Ich kriege immer mal Post, also E-Mail von Menschen, die Dinge entdecken, Dinge von mir zum Beispiel, Mayday-Lampen irgendwo wiederfinden auf Reisen und so weiter. Und Mayday-Lampen... Ja, zuletzt habe ich ein Bild bekommen aus Miami. Dort war so ein öffentliches Klohäuschen aus Fiberglas, so ein Dixie-Klo. Und da hing oben an der Decke eine Mayday-Lampe. Die obligatorische Frühstückspause findet im Freien statt. Jeden Morgen Tee, bayerische Butterbrezen auf der überdachten Terrasse. Geschäftspartner Kurt Höfli von BASF ist zur Materialbesprechung gekommen. Gutes Design entsteht für Gritschitsch im Dialog. Ich sehe ihn oft gar nicht so alleine, sondern ich gehe auf eine Eröffnung und sehe den Konstantin Gritschitsch in einer Gruppe von Menschen, wo er sich integriert und was wissen will von denen. Oder ich sehe ihn in einem Werkprozess, ich sehe ihn in einer Fertigungsabteilung von einem Industrieunternehmen, wie er sich mit Werkzeugmachern unterhält. Wie geht das denn? Wie muss ich denn dieses Werkzeug anlegen? Wie muss ich den Entwurf anlegen, damit sich das machen lässt? Denn er will ja, dass seine Sachen gemacht werden. Und er sucht sehr stark diese Auseinandersetzung. Wenn ich ihn in seinem Studio sehe, dann sehe ich ihn immer zusammen mit seinen Jungs, mit den Mitarbeitern, die da sind, oder auch mit den anderen, mit Praktikanten, immer mit jungen Leuten, immer mit Jüngeren, immer in der Auseinandersetzung und im Dialog mit den Ideen, die auch mit reinbringen. Also es ist ja natürlich, dass es irgendwie die Statik von dem Rahmen auf den Rücken spannt. Aber was ich jetzt spüre, ist genau den Zug dann in diesen Metallteilen, die da drin sind. Es spannt sich nach wie vor in den Rahmen, aber das Teil ist auch in sich weicher. Das heißt, es gibt nicht nur in eine Richtung nach, sondern man hat so das Gefühl, setz dich mal rein. Die ganze Geometrie stimmt halt nicht, aber es ist so vom Gefühl her, es ist ganz gut. Ganz interessant. Und das Vorbild sind ja auch Stoff- oder Lederbezüge, also die ja auch sowas, genau sowas Weiches haben. Schaut sehr brutal aus. Ich glaube, wir haben so ein anderes Bild im Kopf davon, was das mal sein soll. Und weil wir dieses Bild im Kopf haben, stört uns das Grobe gar nicht. Im Gegenteil, es hilft sogar, wenn diese Mockups, diese Modelle, wenn die zu früh zu schön sind, dann verliebt man sich darin. Und dann ist man nicht mehr frei, also wirklich all die Dinge zu erarbeiten und zu ändern, die geändert werden müssen. Deswegen mag ich eigentlich so ein Stadium von Modell unheimlich gerne. Punkt an Projekten in der Entwicklung, in denen man so das Gefühl hat, jetzt haben wir so den Weg gefunden, jetzt wissen wir, wie es geht,
Jetzt stimmen so die, jetzt passen so die Puzzlesteine passen, fügen sich so zusammen. Und das ist ein unglaubliches, so ein Glücksgefühl. Dieses Gefühl, das trägt uns eigentlich ständig. Auch die Sucht nach diesem Gefühl oder der Rausch. Weil man natürlich mit jedem Projekt versucht, immer wieder also dieses Gefühl zu bekommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Konstantin Gritschitsch schätzt München als Standort. 1965 geboren, in Wuppertal und Regensburg aufgewachsen, kam er 1991 hierher, nachdem er bei Jasper Morrison in London studiert hatte. Heute arbeitet Gritschitsch weltweit. München ist auch geografisch ein Ort, von dem ich sehr leicht reisen kann. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle. Also ich bin hier in München und dann bin ich ganz in München eher zurückgezogen oder ich bin von hier aus in der Welt. Es sind die kleinen Details in Gritschitschs Entwürfen, die das Besondere ausmachen. Den Beistelltisch Diana gibt es auch mit drehbarem Oberteil. Das Schwierigste an dem Möbel ist nach wie vor die Lackierung, weil die Lackierung komplett um das Teil herum geht. Also man kann das nirgendwo hinstellen. Das wird in der Lackierstraße aufgehängt, wird dann bepulvert und kommt sozusagen in den Backofen. Aber wo hängt man das Teil auf? Ohne dass am Schluss dieses Loch, an dem man es aufhängt, sichtbar ist und der Haken, an dem man es aufhängt, nicht einen Schatten in der Lackierung abbildet und so weiter. Wir haben es gelöst, glücklicherweise dadurch, dass wir das Loch schon hatten. Und zwar durch diese Ecke und diesen Verschluss. Und das sind immer noch, ja, sind auch wieder so typische, relativ banale, kleine Dinge, die aber Herausforderungen darstellen in der Produktion solcher einfachen Dinge. Ganz entschieden ist für mich das der Raum, in dem ich mich konzentrieren kann. Auch an Tagen, die hektisch sind, an Tagen mit viel Telefon, mit viel Aktivität und Aktion hier, ist mir der Raum trotzdem so vertraut, dass ich mich extrem gut konzentrieren kann. Aber ich bin hier auch an Wochenenden, wenn ich in München bin, dann bin ich hier manchmal am Abend. Ich brauche auch diese Zeit alleine hier im Büro, was nicht unbedingt immer bedeutet, dass ich arbeite. Manchmal ist es wirklich nur so ein sich aufhalten hier und in diesem Umfeld von Dingen, die sich ansammeln, die meine Sachen sind, meine Dinge sind, oder aber weil sie mir etwas bedeuten. Er hat viele Objekte entworfen, doch mit dem Aluminiumstuhl Chair One assoziiert man Konstantin Gritschitschs Industriedesign sofort. Ein Stuhl von hohem Abstraktionsgrad, unkonventionell, raffiniert und radikal.
Ja, wir sehen hier die Entwicklungsreihe von einem Stuhl, der für mich ganz wichtig geworden ist. Chair One für Magis, der angefangen hat in einer Form, die noch gar nichts verrät davon, wie er am Schluss geworden ist. Aber das ist eigentlich in meinem Entwicklungsprozess relativ typisch, dass ich am Anfang des Projekts keine konkrete Vorstellung davon habe, wie etwas aussieht. Es geht mir eher um grundsätzliche Dinge, eine Typologie allgemein oder überhaupt ein Verständnis von Material. Das Material Druckus Aluminium war eine Vorgabe von dem Hersteller, der eigentlich ein Kunststoffhersteller ist. Und das war interessant, dass in einer Zeit, das war so 1999, wurden sehr viele Kunststoffstühle gemacht. Und es war ganz wichtig, eigentlich über ein anderes Material auch aus so einer bestimmten Gewohnheit von Stühlen, die in Kunststoff gemacht wurden, ausbrechen zu können. Dieses erste Modell ist ganz skizzenhaft und typisch für unsere Art zu arbeiten, nämlich mit Draht und Tesa-Krepppapier relativ schnell. Also man kann sich das vorstellen, innerhalb von Minuten eigentlich so eine dreidimensionale Skizze zu machen. Von einem Stuhl, der so ein ganz vages Bild in meinem Kopf war, von dem wir relativ schnell dann zum nächsten Modell gegangen sind. Ein bisschen kontrollierter, jetzt aus Pappmaché, mit bisschen, man sieht eigentlich, waren wir relativ glücklich damit, wie der aussah. Also wir haben das nochmal weitergeführt. Von dem Modell sind wir zu diesem gekommen und eigentlich sind sie sich ähnlich, aber hier fangen wir jetzt an, eigentlich das Material Druckus Aluminium besser zu verstehen oder mehr darauf einzugehen. Nämlich Druckus Aluminium ist ein flüssiges Aluminium, was man in eine Form einspritzt. Und im Grunde wurde die Auflösung der Flächen in reine Struktur, war dieser Idee schon ganz nah eigentlich. Dass man irgendwie das flüssige Material fließt, also durch diese Kanäle, die Kanäle härten aus, werden zur Struktur. Und wir bauen einen Stuhl, der nur Konstruktion ist. Der Chair One ist sicher ein fulminantes Design, nicht ohne Grund hat er eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich denke, das liegt an einer Paarung von Umständen oder von Aspekten in diesem Stuhl, die einfach aufregend ist. Das ist einerseits diese Materialität, die der Stuhl besitzt, ist ja aus Aluminium gegossen. Und die Möglichkeit, dieses ganz industrielle, eigentlich kalte Material einzusetzen, um ein Möbelstück zu machen, was auch im Wohnbereich vorstellbar ist, was aber im Außenbereich funktioniert vor allem und was also viele Möglichkeiten der Benutzung bietet, das ist das eine. Das andere ist die raffinierte Struktur der Sitzschale selbst. Das ist ja im Grunde genommen wie ein Monoblock, also aus einem Stück. Aber in dieser Gitterstruktur und dieser Entwicklungsprozess oder dieser Designprozess ist ja sehr en vogue heutzutage. Man sieht immer wieder diese Auseinandersetzung, man sieht immer wieder dieses Thema vom Zwei- zum Dreidimensionalen. Und da ist der Konstantin Kritschitsch ganz vorne dran gewesen. Ich freue mich immer, wenn ich Dinge von mir irgendwo sehe, aber im Grunde ist diese Freude gar nicht so emotional. Das ist so ein, man trifft jemanden, den man gut kennt, aber
mit dem man eigentlich, mit denen einem auch irgendwas verbindet, aber mit dem man gar nicht mehr so viel zu tun hat. Also ich habe mit dem Cherwan heute gar nicht mehr so viel zu tun. Ich freue mich, wenn ich ihn irgendwo sehe, aber es ist nichts, bewegt mich nicht. Ich glaube, das ist gut so. Man muss die Kinder dann auch irgendwie in ihr eigenes Leben entlassen. Konstantin Gritschitsch liebt die Prozesshaftigkeit seiner Arbeit, das Entwickeln. Und so wird er weiterarbeiten. Mit Präzision und Planung, die Jahre in Anspruch nehmen kann. Er ist unterwegs ins Offene, Freie, nicht Vorhersehbare. Und wir lassen uns weiter überraschen und verzaubern.